In diesem Video geht es darum, wie wir die Schilddrüse natürlich balancieren können. Es braucht nämlich nicht immer ein Medikament. Wir schauen uns die Über- und die Unterfunktion an, dann reden wir über hilfreiche Mikronährstoffe und zum Schluss noch über die Funktion von Jod. Die Schilddrüse ist das wichtigste Stoffwechselorgan, das wir im Körper haben. Sie sitzt hier am Hals, klein und unscheinbar, aber hat eine riesige Bedeutung. Wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann ist unser Stoffwechsel gestört und damit auch unsere Gesundheit. Jetzt bei einer Unterfunktion produziert diese Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormone. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Es können eben Mängel an Mikronährstoffen sein oder eine autoimmune Entzündung. Das nennt man eine Hashimoto-Erkrankung. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass die Schilddrüse zu viel Hormone produziert. Dort liegt meistens ein Adenom, also ein Tumor, ein gutartiger Tumor liegt vor, der einfach verändert ist, das Gewebe ist verändert, produziert zu viel und man kann es kaum stoppen. Das wäre die Überfunktion. Die Symptome, die wichtigsten bei der Unterfunktion, sind die Menschen extrem müde, sie frieren, die Haare können ausfallen, man hat eher einen langsamen Puls. Bei der Überfunktion das Gegenteil, man ist nervös, schwitzt, Herzstolpern, Herzrasen. Das sind die wichtigsten Symptome der Überfunktion. Um das festzustellen, misst man den sogenannten TSH im Blut. Das ist eine einfache Messung. Die Labore geben einen Normwert an von etwa 0,3 bis 4,8. Und das ist für mich viel zu weit. Hormone haben unglaublich intensive Wirkungen. Und ob ich jetzt ein Molekül eines Schilddrüsenhormons habe oder drei, das ist ein Riesenunterschied. Und das ist viel zu viel. Also die wirklich günstige Zone, wo der TSH gemessen werden sollte, ist bei 1,6 bis 2,2. Man kann auch die beiden Schilddrüsenhormone messen, also das nennt man T3 und T4. Und die sollten auch so im mittleren Drittel sein der normalen Spannweite der Labore. Nach meiner Erfahrung ist die Hashimoto-Entzündung der Schilddrüse eine häufig übersehene Diagnose in der Medizin, auch die Unterfunktion generell, weil eben aus meiner Sicht die TSH-Messungen zu breit gefasst sind. Um Hashimoto zu entdecken, muss man die Schilddrüsen-Antikörper mitmessen, was ich praktisch immer mache und leider viele Ärzte nicht. Und so können wir anhand einer einzigen Blutmessung unterscheiden, habe ich eine normale Schilddrüsenfunktion oder liegt eben diese Hashimoto-Entzündung vor. Jetzt, wenn es um die Behandlung von Schilddrüsenproblemen geht, dann brauchen wir mehrere wichtige Substanzen. Schilddrüse braucht sehr viel Selen. Alle Schilddrüsenbehandlungen, Über- oder Unterfunktion, brauche ich ein Produkt, wo Selen drin ist. Wir reden hier von 90 oder 100 Mikrogramm. Und es braucht zwei wesentliche Aminosäuren, nämlich Phenylalanin und Tyrosin. Jetzt, Phenylalanin ist eine essentielle Aminosäure, Tyrosin eine normale, nicht essentielle. Die beiden sind in der Lage, sich gegenseitig ineinander zu verwandeln. Wenn ich von der einen zu wenig habe, kann sie von der anderen, wenn sie vorkommt, hergestellt werden. Aber am besten natürlich, wenn wir diese zwei dringenden Aminosäuren dem Körper zur Verfügung stellen. Das sind die beiden Bausteine zusammen mit Jod, um Schilddrüsenhormone herzustellen. Bei einer normalen Unterfunktion, nicht entzündlich wie Hashimoto, liegt als Ursache praktisch immer ein Jodmangel und ein Selenmangel vor. Wenn ich also dort Jod dazugebe, nebst dem Selen, Tyrosin und Phenylalanin, dann kann ich die Schilddrüse auf natürlichste Art wieder aufbauen. Die Jodmenge, die richtet sich nach der Krankheit, nach dem Ausmaß der Unterfunktion. Ich gebe in der Regel etwa 150 Mikrogramm Jod. Jetzt bei der Hashimoto-Erkrankung, weil sie autoimmun ursächlich ist, brauchen wir eine Unterstützung des Immunsystems.
Nebst diesen Produkten, die wir jetzt besprochen haben, kommt dort dann noch Omega-3 dazu, Vitamin D, etwa 4000 Einheiten und 30 Milligramm Zink. Das bei der Hashimoto-Erkrankung. Und jetzt noch die Überfunktion. Es lohnt sich auch dort zu regulieren. Es ist schwieriger, eine Schilddrüse zu bremsen, als sie anzutreiben. Aber auch dort eben Selen, Phenylalanin und Tyrosin unbedingt dazugeben. Es gibt Produkte, wo alle diese Hilfsstoffe drin enthalten sind.